Hallo, heute gibt es ein Video mit verschiedenen Mischmasch-Themen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das nennen soll, aber ich kriege ja häufiger mal so ein paar Fragen über verschiedenste Themen, über die ich jetzt kein einzelnes Video machen möchte. Deshalb packe ich einfach mal alles in das heutige Video rein und ich hoffe, dass ich ein paar Tipps geben kann. Ich werde einfach erzählen, was bei mir gut funktioniert hat. Und ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Problematik oder mit dem ersten Thema. Das sind nämlich Wimpern. Und gerade in letzter Zeit habe ich wieder häufiger Fragen bekommen, welche Mascara ich verwende oder was ich allgemein mit meinen Wimpern mache, dass sie so lang und so, ja, so einen Schwung nach oben haben. Ich habe zwar schon ein paar Videos über Wimpern gemacht, aber die sind doch schon ein bisschen älter, deshalb dachte ich, rolle ich das jetzt heute nochmal alles auf. Und das Erste, was natürlich bei mir sehr, sehr gut geholfen hat, ist mein Wimpernserum. Davon gibt es ja jetzt mittlerweile verschiedenste von verschiedensten Marken und sogar auch in der Drogerie gibt es welche. Aber ich habe jetzt nur Erfahrung mit meinem hier, das ist das Revita Lash und das funktioniert wirklich super. Aber was alle gleich haben bei diesen Wimpernserien ist einfach, dass man die wirklich erstmal mehrere Wochen anwenden muss, bevor man überhaupt einen kleinen Effekt sieht. Also bei dem war das wirklich erst nach 6 bis 8 Wochen der Fall und dann hat man wirklich gesehen, fingen sie an zu wachsen und sie waren sehr viel länger als meine normalen Wimpern. Alles Gute hat natürlich auch immer seine negative Seite und das ist bei diesen Wimpernserien auf jeden Fall so, dass man die danach nicht mehr absetzen darf. Wenn man das dann doch tut, dann werden die Wimpern ausfallen und sie werden auch wieder kürzer und dann. Ja, sieht das alles wieder irgendwie so ein bisschen lückenhaft aus und sie brauchen etwas länger, bis sie sich erholt haben. Deshalb benutze ich das immer noch jeden Abend und setze es auch überhaupt nicht ab. Und ja, da muss man halt überlegen, ob man dieses Risiko eingehen möchte. Das nächste, was bei Wimpern auch ganz toll ist, ist diese Wimpernwelle, die ich mir auch selbst gemacht habe. Das Video ist noch nicht so lange her und da habe ich einfach mir so ein Set bestellt und dann das zu Hause selbst gemacht. Das ging eigentlich ziemlich schnell, war sehr, sehr einfach, aber auch da verliert man gerne mal 2, 3 Wimpern. Aber dafür hält dann der Schwung auch ziemlich lange. Also bei mir waren das schon mehrere Wochen, bei denen ich dann eben keine Wimpernzange benutzen musste. Und eine Wimpernzange schädigt ja in dem Sinne eigentlich auch so ein bisschen die Wimpern, wenn sie abgeknickt werden. Und da wir gerade bei Wimpernzangen sind, zeige ich auch gleich mal meine liebste Wimpernzange. Das ist nämlich die Shuumura. Das ist, glaube ich, so die gehypteste Wimpernzange, wenn man so weit eine Wimpernzange hypen kann. Aber sie ist wirklich toll. Also ich hatte auch erst gedacht, naja, es ist doch nur eine Wimpernzange und wo soll der Unterschied sein? Die sind doch irgendwie alle gleich, die sehen alle gleich aus, aber nein, die ist wirklich anders und wenn ich mit ihr biege, dann habe ich das Gefühl, dass die Wimpern gar nicht großartig geknickt werden, nicht geschädigt werden, aber der Schwung trotzdem viel, viel länger hält und deshalb kann ich die wirklich empfehlen, aber man sieht glaube ich auch schon, dass sie so ein bisschen versifft ist. Irgendwie kriege ich die immer nicht so richtig sauber. Welche auch noch ganz gut sein soll, ist ja die von MAC, die habe ich selbst aber noch nicht getestet, wird aber auch noch bald stattfinden und dann was natürlich auch sehr wichtig ist, ist die richtige Mascara. Und da benutze ich immer diese wasserfeste hier von Kiko. Von der schwärme ich ja auch schon immer. Aber die ist wirklich gut, um den Schwung komplett zu halten. Also wenn ich die auftrage, nachdem ich mit Wimpernzange gearbeitet habe, dann hält der Schwung wirklich den ganzen Tag. Und wenn das einem immer noch nicht genug ist an Schwung, der den ganzen Tag hält, dann habe ich hier meine allerletzte Geheimwaffe. Und das ist mein Backstage-Wimpernformer, den ich auch schon sehr, sehr, sehr lange habe. Aber in letzter Zeit gar nicht mehr erwähnt habe und deshalb zeige ich ihn heute nochmal. Das ist nämlich ein ganz spezielles Instrument, der wird nämlich warm. Also hier gibt es so einen Schalter, den kann man nach oben schieben und dann wird hier dieser Bereich warm und dann kann man sich das an die Wimpern halten, die getuscht sind und das ist das Wichtige daran. Viele haben ja erzählt, dass sie einfach ihre Wimpernzange mit einem Föhn heiß machen und die dann hochbiegen, aber das ist einfach nicht dasselbe, weil das benutzt man ja, nachdem man getuscht hat und das weicht die Wimperntusche so ein bisschen auf durch die Wärme. Die Wimpern erstarren dann in dieser C-Form, wenn man das dann wegnimmt und die eben auskühlen lässt. Das nächste Thema ist Schuppen. Das ist auch etwas, wozu ich viele Fragen bekomme, weil ich sie ja Gott sei Dank losgeworden bin und viele mich gefragt haben, wie ich das denn jetzt gemacht habe. Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Ich erzähle einmal kurz, was überhaupt zu meinen persönlichen Schuppen geführt hat. Das war nämlich dieses böse, böse Produkt hier. Das ist das Batiste Trockenshampoo, das ja wirklich auch im Moment in aller Munde ist. Viele lieben das. Ich habe das auch geliebt, denn sonst hätte ich das nicht verwendet. Denn es macht wirklich den Ansatz schön trocken und dann sieht das alles so ein bisschen frischer aus, zumindest für den einen Tag, an dem man das benutzt hat. Dadurch, dass es meine Kopfhaut trocken gehalten hat, hat es eben auch diese Schuppenbildung irgendwie angeregt und damit hat es alles angefangen. Deshalb ist das natürlich das Erste, was ich
absolut nicht empfehlen kann, Trockenshampoo zu benutzen oder allgemein irgendwelche Sachen, die die Kopfhaut austrocknen. Auch auf Stylingprodukte verzichte ich jetzt möglichst, wenn es an den Ansatz geht. Da gibt es ja zum Beispiel diese ganzen Volumenansatzsprays oder auch Schaumfestiger. Die benutze ich immer sehr, sehr reduziert und auch auf jeden Fall nicht jeden Tag, sondern vielleicht höchstens einmal die Woche, damit meine Schuppen sich nicht neu bilden. Aber kommen wir jetzt erstmal zu meinem Lebensretter. Das ist nämlich eine Kombination aus einem Shampoo. Das ist jetzt von Sebamed das Anti-Schuppen-Shampoo. Das hat bei mir sehr gut geholfen. Ich habe auch noch andere ausgetestet, zum Beispiel von Lush oder von Ghoul. Das war auch sehr gut. Aber bei dem hier bin ich hängen geblieben und ich habe das Gefühl, dass das wirklich was gebracht hat. Und während dieser Zeit der Schuppenbekämpfung ist es, finde ich, auch ziemlich wichtig, dass man sich häufiger die Haare wäscht. Also mindestens alle 2 Tage, damit eben auch diese Schuppen-Shampoos die Möglichkeit haben, da irgendwas zu machen. Also ich finde, dass die dann wirklich dann die Zeit haben einzuwirken und je häufiger man das natürlich verwendet, desto mehr Effekt gibt es auch. Und was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, sind diese Kämme hier, die habe ich auch schon mal gezeigt. Das sind einfach ja so Kopfmassagekämme nennt man das, glaube ich. Die gibt es, glaube ich, gar nicht bei DM. Das hatte ich mal vermutet. Das war aber gar nicht so. Ich glaube, ich habe sie von Rossmann. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber aus irgendeiner Drogerie sind sie. Und ich mache das auch wirklich so, dass ich das Gefühl habe, ich kratze mir damit so ein bisschen auch die Schuppen ab und das fördert auch dann nochmal die Durchblutung auf der Kopfhaut und dann kann sich das alles nochmal regenerieren. Also es hat wirklich sehr viele positive Eigenschaften, wenn man das macht. Bei DM gibt es ja auch so was Ähnliches. Das ist jetzt etwas von Ebelin. Das ist auch so ein Massagegerät für die Kopfhaut. Den kann ich absolut nicht empfehlen. Kauf ihn dir bloß nicht. Den hatte ich ja auch schon mal in einem Flop-Video gezeigt, weil der wirklich ganz, ganz hart ist. Also die Borsten sind so extrem hart, das tut einfach nur weh, wenn man sich damit über die Kopfhaut geht und dann tut man sich damit auch keinen Gefallen. Dann das nächste Thema geht um Nägel und zwar um Nägel kauen. Also ich glaube, das betrifft einige, nicht viele, aber ich glaube doch einige und auf jeden Fall mich hat es sehr, sehr, sehr betroffen in meiner Jugend und Kindheit. Ich war nämlich eine absolute Nagelkauerin. Also ich habe immer daran gekaut, da gibt es ja verschiedene Ursachen für, ob es jetzt Nervosität ist oder auch einfach nur Langeweile. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema beim Nagelkauen. Aber egal welchen Grund es hat, ich glaube, es ist immer sehr, sehr schwierig, davon abzukommen, weil es irgendwie eine Sucht ist, dass man da irgendwas zu kauen hat. Und man reißt sich dann natürlich damit auch die Nagelbetten ein und das schädigt sie wirklich auch für ein Leben lang, dass sie sich gar nicht mehr erholen können. Und deshalb kann ich nur davon abraten. Aber wenn man das eben von sich aus nicht schafft, was bei mir eben auch der Fall war, dann hilft Gelnägel. Also Gelnägel helfen tatsächlich, wenn man Nagelkauerin ist, dann dagegen anzukämpfen, denn dann kann man nichts mehr kauen, da ist nämlich dann alles voller Gel. Wenn es einem natürlich zu teuer ist, ins Nagelstudio zu gehen, dann kann ich empfehlen, das einfach sich selbst zu Hause selber zu machen und ich habe ja immer hier dieses Set von Essence benutzt mit dieser kleinen Lampe. Ich weiß, dass es ja mittlerweile leider nicht mehr in der Drogerie zu kaufen gibt, aber es ist nach wie vor noch online erhältlich, deshalb schau da auf jeden Fall mal, wo du das herbekommst. Das ist wirklich am günstigsten von allen Gelnägelsystemen und aber auch noch sogar am schnellsten. Zum Schluss habe ich noch einen Tipp eigentlich für mich so in eigener Sache, was ich so recherchiert habe. Und zwar war das so, dass ich wieder mich auf die Suche gemacht habe nach einem schönen, leckeren, neuen Parfum. Und dann stehe ich ja meistens bei Douglas und gucke mir meistens erstmal die Flakons an, wie hübsch die sind, greife erstmal nach den hübschesten und rieche daran. Aber es ist immer sehr, sehr schwierig, den richtigen Duft zu finden, weil meistens, wenn man das dann ausgetestet hat, riecht es ganz gut und wenn man zu Hause sich das aufträgt, dann riecht es irgendwie ganz anders und irgendwie muffelig und nicht mehr so toll. Und deshalb muss man darauf achten, was das Parfum für Noten hat. Also es ist ja eingeteilt in Kopfnote, Herznote und Basisnote und das, was man als erstes riecht, wenn man das so raussprüht, das ist die Kopfnote. Und das ist meistens etwas, das sehr frisch riecht und das ist, was ich ja immer total gerne mag, also wenn es frisch und zitronig riecht. Aber das ist meistens nicht der Duft, der dann auch zum Schluss bleibt und den man dann zum Schluss auch auf der Haut riecht, sondern das ist die Basisnote, die man dann riecht. Und deshalb mache ich das im Douglas eigentlich gar nicht so, dass ich dann neue Parfums aufmache und auf diese Tester sprühe und daran rieche, weil das eben nicht der Duft ist, der bleibt, sondern ich mache das gerne so, dass ich einfach den Deckel abmache und dann hier an diesem Flakon rieche. Und ja, das ist so mein kleiner Tipp. Ich weiß nicht, wahrscheinlich machen das viele andere auch, aber ich sehe halt viele, die dann da rumsprühen und dann ist sowieso alles voll und man riecht gar nichts
nichts mehr richtig. Schreib mir unbedingt, ob dir dieses Video gefallen hat mit verschiedenen Tipps und Tricks drin, dass ich über alles Mögliche mal gesprochen habe. Falls es so ist, dann kannst du mir gerne Fragen unter dieses Video stellen, die ich vielleicht in einem nächsten Video, das auch so aufgebaut ist, beantworten werde. Ansonsten verlinke ich noch meine beiden letzten Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.